Leute, was geht ab? Und gefällt mir der Back mit einem ganz fashion Video. Leute, heute haben wir ein Full Footies Squad Builder Battle. Gast heute ist Orangensaft Jank. Yo, was geht ab, Leute? Jank ist auch mit am Start. Hier gerade noch am Einstellen mit Footies Team. Ich bin auch dabei und ich hab Bock. Yes, 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 Leute. Checkt auf jeden Fall gerne Jank aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Ihr kennt den ganzen Schabernack. Und dann würde ich sagen, Jank, was meinst du, wie viele Likes kann diese Kombi, die Apfelsaft- und O-Saft-Kombi, knacken? Boah, also bei dem Starspieler hier auf jeden Fall 1500 Likes. 1500 Likes, Leute, ihr habt's gehört. Okay. Mbappé Footies auf der Seite, yes, von Jank. Rodrigo Footies auf meiner Seite. Ihr wisst, ich muss ein bisschen chillen, Finanzen und so. Ich kann nicht so übertreiben auf den. Ich habe heute aber auch ehrlich ein bisschen tief in die Schüssel gegriffen. Mbappé einfach. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und sagen, wir können reinstarten, oder? Okay, warte, weil du meinst, du hast tief in die Schüssel gegriffen, muss ich hier ganz kurz einen Namen wegmachen. Ich wollte hier eigentlich jemand anderen ausschreiben, aber jetzt schreibe ich nochmal jemanden. Ich meinte beim Starspieler. Ja, okay. Ich hab schon geändert. Komm, ich hätte das Ding auch direkt hoch. Okay, ich soll einfügen, oder was? Yes. Okay. Rechter Flügel, könnte ich Messi nehmen, könnte ich Cole nehmen, Simons, ich nehme Sancho. Ganz einfach. Linker Flügel, ich könnte Son nehmen, aber ich nehme Coutinho. Krise. Leider Satz mit X, ne? Ich habe Neymar und Buchanan aufgeschrieben. Ich dachte, ich bin safe, Neymar. Nein. Okay, macht er gut. Okay, ich halt mal rein. Ich habe für dich ein bisschen... Ich weiß nicht, kann hinkommen. Ist halt schwierig. Okay, starten wir mit meinem linken Mittelfeld. Was habe ich denn hier alles zur Auswahl? Das Ding ist, ich glaube, ich wollte am Anfang eigentlich Son spielen, aber ich spiele nicht. Ich spiele Perisic. Ich habe in dem Fall, muss ich gleich mal gucken. Aber in meinem Mittelfeld will ich liebend gerne Gedson Fernandes spielen. Ich wusste es, so krass, ne? Und Neves bestimmt, ne? Nee, und Delaney. Ah! Mann! Ich habe aufgeschrieben Griezmann, ich glaube, der kann LM, wenn ich mich nicht gerade komplett dumm anstelle. Dann habe ich aufgeschrieben Park, also dieser Hero. Und ja, ich wollte eigentlich statt Park Fernandes und Neves aufschreiben, aber ich habe Neves aufgeschrieben. Also ich wollte eigentlich Fernandes aufschreiben, aber ich habe Neves aufgeschrieben. Nächsten Spieler, ich halte für Jesse die drei Stürmer rein. Keine Ahnung, was das wird, aber ich glaube sogar, ich habe einen, sag ich ehrlich. Das kann sogar ernst sein, wenn du Forlan aufgeschrieben hast, hast du einen. Aber ich spiele Coutinho, Forlan, wie gesagt, und Muriel. Ohne Sinn! Son, Cahill, Grisi. Super Sache, schmeckt super gerne. Ja, achso, Leute, ich habe vergessen zu sagen, ne, auf der Torwartposition gibt es ja nur eine Footies-Karte. Sprich, wir haben beide einen Joker. Wir können auf jeder x-beliebigen Position eine x-beliebige Karte spielen. Aber wäre natürlich sinnlos, den irgendwo auf dem Feld aufzustellen. Deswegen wird er wahrscheinlich eher im Tor sein, außer man will unbedingt mit Bronze-Stürmer am Tor spielen. Aber ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. So, ich halte mein Board hoch, ich bin gespannt, was mit dem Tor geht. Vier Spieler hast du ja aufgeschrieben für mich. Yes. Jo, du hast es eben gesagt, ich gehe mit Neymar Footies, LM. Dann gehe ich. Boah, ich hab Bock auf Touré. Ich entscheide mich jetzt gerade zwischen Parkisung und Touré. Also, ich spiele auf jeden Fall Neves auch. Ne, warte mal. Llorente oder Neves? Ich muss einmal ganz kurz nachschauen, weil das habe ich gerade irgendwie gar nicht im Kopf. Doch, Llorente, glaube ich, sorry. Einmal Llorente, 97er, die SPC. Und jetzt Touré oder Park Ki-sung? Ich glaube, ich spiele Park Ki-sung, weil ich habe den noch nicht getestet. Und rechts Mittelfeld auch Rodrigo, wie du, Captain. Junge, ich habe so also ganz gerade ein bisschen kreuz und quer gelabert. Also ich habe Rodrigo, Park Ki-sung, Llorente und Neymar. Macht er gut. Sag ehrlich, ich habe Ruben Neves aufgeschrieben, ich habe Lemar mit Gitarian und Perisic aufgeschrieben. Digga, das ist ernst. Die Brasilianer. Coutinho, Neymar, Rodrigo, es wird sehr, sehr geil. Yes, willkommen zum Finale, Leute. Diesmal machen wir einfach IV und Keeper zusammen, weil macht echt keinen Sinn, einen einzelnen Pick mit Keeper zu machen. Aber ja, alright, ich halte mein Ding hoch. Du hältst dein Ding hoch? Sollst du dein Ding hochhalten? Sollst Tafel reinhalten? Maul, Ding, Tafel ist das gleiche, komm, halt hoch, erzähl. Okay. Also das Ding ist, ich finde IV ein bisschen schwierig, weil da hat jeder safe denselben. Diego Carlos hat jeder von uns, glaube ich, mitgenommen. Koundé, Lucio und im Tor.
Ja, ich könnte jetzt Van der Sar mitnehmen, aber ich gehe einfach auf Oblak. Ich versuch's einfach. Ich glaube, dumme Entscheidung. Richtige Entscheidung? Ja, komplette richtige Entscheidung. Ich habe Ederson aufgeschrieben. Ederson, Koulibaly, Konaté, aber Diego Carlos geht auf jeden Fall rutschen. Der spielt ja, okay. Ey, ich dachte, das ist so dumm, also vor allem wegen Llorente im Mittelfeld. Aber okay, geil, hat geklappt einfach. Fühl. Wie ist denn der auf Full Cam? Check ich gar nicht, wegen Koundé. Okay, cool. Also Torwart IV, ne? Ja, genau. Diego Carlos raus. Safe. Okay. Wie cool. Ja, let's go. Ich halt rein. Easy, denn ich würde gern Konaté spielen. Dann würde ich gerne Adéralan Santos spielen. Jetzt ist die Frage, Digga. Du hast safe einen von den beiden aufgeschrieben. Diego Carlos oder Koulibaly? Ich nehme immer von Koulibaly. Wahrscheinlich hast du eh beide aufgeschrieben. Und im Tor, ich mache nicht den Move wie du, ich spiele Casillas. Ganz Full Team. Hast dich auf jeden Fall gut gerettet mit der Entscheidung gerade. Diego Carlos, Koundé, San Just und Oblak. Super. Ach, du gehst vielleicht auch auf diesen Oblak-Move, weil. Er war sogar ein Verein, aber so eine Madness wie du habe ich nicht auf jeden Fall. Nee. Alright, Leute. Das sind die Teams. Dieser Chancer sieht super aus. Und 99er Card machen mir ehrlich Angst. Sag die Wahrheit. Ja, MVP Neymar, super. Moody, ey. Puh, das ist geil. Das hast du gesehen, Bruder. Oh. Ausgerutscht. Oh. Elfmeter. Elfer, Digga. Und rot, bitte. Na, okay, game. Er kriegt ohne Sinn diesen Elfer. Ohne Sinn. Wer grätscht? Er hat gesagt, was du grätschen sollst. Rodrigo. Sicher. Oh, mein Gott. Oh, Mann. Du hast das Spiel bezahlt. Okay, Defense. Hilfe, Digga. Hilfe. Was ein Pass. Das Quatsch. Oh, ja. Nein, aus dem Winkel? Jo. So ein hässliches Tor, Digga. Ach, dein L war nicht, oder was? Du hast doch gegrätscht, hä? Nein, wir haben nur getackelt. Danach sogar erst. Und dann noch mit Oblak, mit Torwartfehler und so. Ja. Das kommt davon, weil du auf Frechen einfach spielst, so auf den einzigen Fußball. Pech gehabt. Ja, wichtig. Nein! Jo! Junge! Jo, mit vorbeigrätscht, was hast du denn da auf dem Boden gesehen, hä? Junge, nerv mal nicht! Hast du 2 Euro gesehen, oder was? 5 Euro. Nope. Was für nein? Junge, was machst du da hinten? Junge, das ist so Quatsch. Junge, und schon wieder 5 Euro gesehen, oder was? Junge, nerv nicht! Ich dachte, du schießt. Wichtig, ach, sehr gut nicht, gemacht. Sehr gut gemacht. Ja. What? Coutinho. Ja. Danke. Torwart enttäuscht nicht. Casillas heute ehrlich Spiel seines Lebens. No joke. Sicher, Koulibaly, ganz guck. Mit Tränen in den Augen, einfach mit Hacke geklärt und so. So, let's go. Hey, Roman Time. Felipe Coutinho. Gol. Herrlich. Und da, jetzt Kontertor kassieren. Wieder macht er so ein Hartz IV. Hey! Keiner macht was. Boom! Junge, Verteidigung war einfach nicht vorhanden oder so. Ich wollte nicht faulen. Nicht so dumm wie du, Elfmeter auf den Tisch. Ja, Mann. Super. Warte mal kurz. Jo, was geht? Ja, 10 Minuten, ja. Ja, also for real. Ich komm dann gleich, Discord. Bis gleich. Junge, mit Cheaten und so! Betrüger! Er nervt mich so, nein. Mbappé und Neymar zu zweit, das ist so Cheaten. Alter, Hilfe! Das ist zu viel. Junge, wie? Er hätte nicht mal gehabt. Junge, was machen die da? Das ist zu doll, Digga. Das ist ernst zu doll, Junge. Was ist das? Wundervoll. Wie Jesse sagen würde, wonderful. Delaney, komm, du machst gutes Spiel eigentlich. Schieß, Junge!
Junge, das ist wie? Nicht dein Ernst, Bruder. Er muss ihn einfach nur reindrücken. Wie? Er schafft es nicht. Und wieder durch. Ui. Na, Digga, ohne Sinn. Ohne Sinn. Ohne. Dieses Spiel mag mich ernst nicht. Dieses Spiel das mag mich ernst Sinn. Nicht, Digga. Kommt, Jungs, kommt, Jungs. Drei Discards, ehrlich, zu viel. Noch ein Discard rausholen wir gut. Letzter Angriff. Ball zirkuliert sehr gut. Kommt, Jungs, nochmal Perisic mitnehmen. Perisic. Läuft runter, jawoll! Ja. Ey, ohne Witz, ich möchte eine Wiederholung sehen, wie mein Koundé rausläuft. Der läuft ey, einfach nicht raus. So viel, es nicht macht so nicht viel mal Sinn. Nicht ohne so viel Sinn. Reden. Ja, ohne nicht Sinn. So ohne so Sinn. Alright, Leute, Team steht. Zwei Discards. Ich sag so, besser ganz, als ganz drei. Ich muss ganz kurz hier was ändern, Mann. Ich sag ehrlich, es sind so ein paar SBC-Karten, wo ich sagen würde, oder erspielbare Karten, Konaté, würde ernst wehtun, wenn ich den verlieren würde. Aber ja, hau mal raus. Welche Formation hattest du nochmal? 3-4-1-2? Ne, 3-4-2-1. Genau, okay. Ich nehme mal erstmal eine Position, die ich schon lange nicht mehr hatte. Und zwar den Bauer. Das ist echt eine komische Formation, man weiß gar nicht, wie man nehmen soll. Ich nehme einfach noch ganz random den linken Mittelstürmer. Oh, okay, du hast Forlan getroffen und Casillas, Trophy Titans Icon, ich mach schnell die SBC. Alright, Leute, ihr seht, das Team steht. Du hast schon wieder gewonnen, ne? Ich habe nur einmal, glaube ich, gegen dich in diesem FIFA gewonnen. Das geht langsam ernst zu weit, Digga. Das geht langsam ehrlich ernst zu weit. Das ist leider eine Barbarage, leider schon. Vielleicht nächstes FIFA, vielleicht nächstes FIFA. Mit viel Training und so. Mit viel Training. Alright, Leute, ihr seht, die Spieler sind weg. Vielen Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende reingeblieben seid. Ich überlasse Apfelsaft, nee, sorry, O-Saft, die letzten Worte. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sind beide raus. Supportet das Video. Peace out.